Willkommen zurück hier bei Black Mirror 3. Ich habe bereits in den Kommentaren gelesen, dass das Rätsel mit dem Labyrinth hier super schwer, aufwendig und teilweise auch unlogisch sein soll. Ich bin gespannt, wie ich das hinbekomme. Ich habe auch von jemandem gelesen, der da irgendwie mehrere Stunden dran hing und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Aber mir wurde gesagt, dass hier ein Loch ist, in das ich erstmal reingucken soll. Und ich bin gespannt, was wir da finden. Keine Ahnung, wie tief es ist. Okay, mir fällt übrigens gerade noch was anderes ein, was ich gleich mal machen wollte. Was ist das? Eine Karte? Ah, eine Karte von dem Labyrinth? Ja, könnte ein Lageplan sein. Okay, ist das hier der Eingang? Das ist der Eingang. 2, 2, 3, 2, 1, 1, was? 3? Das ist dann wahrscheinlich der große Raum, wo der letzte Schatten ist. Sieht erstmal nicht besonders hilfreich aus. So, eine Sache wollte ich mal eben gucken. Und zwar habe ich gemerkt, dass teilweise die Geräusche hier unten sehr laut sind. Das merkt man dann vor allem im Video. Ich mache das auch nochmal runter. Das ein bisschen runter. Ja, die Stimmen sind leider schon ganz laut. Das mache ich auch nochmal ein bisschen runter. Und das auch einfach mal. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ja, gut. Wir haben die Karte, die absolut nicht aussagekräftig ist irgendwie. Und ich werde jetzt ständig speichern wahrscheinlich. So. Die Schatten werden von den grünen Lichtern vertrieben. Moment, ich guck noch mal eben hier rein. Auf der letzten Seite ist ein Zettel lose reingelegt. Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Okay, das war uns ja eigentlich schon klar, dass wir die mit den grünen Lichtern hier vertreiben können. Und wir müssen hierhin, an alle anderen Sarkophage sind wir ja bereits gekommen. Wir müssen hierhin und wahrscheinlich den Schatten irgendwie da rausbekommen. Und jetzt habe ich direkt mal eine Idee. Wie mache ich das jetzt? Und zwar, wenn der Schatten auf Adrian trifft, dann stirbt er. Soweit klar, haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Wie ist das denn, wenn der Schatten auf Angelina, ach, ich sage immer Angelina, Valentina trifft? So, Moment. Ach, ich kann hier auch nicht. Was? Habe ich hier keinen Schalter? Ich dachte, ich kann ihn jetzt irgendwie da in so einen leeren Raum einsperren. Aber das wäre ja viel zu simpel. Also wenn ich jetzt mit ihr diese Tür hier öffnen kann, der Schatten geht raus und Valentina überlebt, dann ja. Das glaube ich allerdings nicht, aber wir probieren es mal. Okay. Das nur mal zum Test. Tja, wie machen wir das? Den Schatten da irgendwie rausbekommen. Was mit dem ist, weiß ich nicht. Der ist ja da relativ gut eingesperrt. Das ist, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch total komplex ist, weil wir zwischen den beiden immer wechseln können. Er vermutlich irgendwo hin muss, einen Schalter umlegen muss, sie dann hinterher und ich habe gerade noch absolut gar keine Ahnung. Okay, hier ist jetzt das grüne Licht. Ich gucke nochmal kurz auf die... Da sind römische Ziffern in dem. Ja, das möchte ich mir gerne nochmal angucken. Also, wir haben hier oben die 2.
Zwei. Was bedeutet die zwei? Dass da zwei Schalter betätigt werden müssen? Hier unten muss einer betätigt werden. Da wiederum zwei? Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt nur so meine erste Idee dazu. Da wieder einer. Einer. Kann das wohl so gemeint sein? Ich habe keinen Plan. Und hier drei. Aber hier sind ja auch gar nicht... Hier sind ja auch gar nicht drei. Also was bedeuten die römischen Ziffern? Hilfe! Wir können mit ihr... Moment mal. Er kann... Ach so, weil er da steht. Klar, kann er nur da den Schalter betätigen. Sie kann... Wir machen erstmal die Tür zu. Wobei, dann kommen die Schatten nicht raus. Wir haben jetzt nur hier unten das grüne Licht. Aber wenn sie jetzt da gleich aufmacht... Boah, ich sehe es schon kommen. Es wird mehrere Stunden dauern. Pass mal auf, wir haben da oben... Was war das denn nochmal? Ein goldener Schlüssel aus einer dieser Kapseln. Weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wofür der ist. Es war die letzte Aufnahme. So. Hier kann... Moment, ich gehe mal eben... Nein, nicht mit Adrian, nein. Oh, Adrian, bleib hier. Na komm, dann geht euch doch entgegen, ihr Deppen. Oder tauscht einfach mal die Plätze. So. Er betätigt da den Schalter, das Ding kommt raus. Wollen wir nicht. Wir könnten natürlich... Ob dieser Schatten wohl den ganz normalen Weg gehen muss und dann raus muss? Oder ob es, wie gesagt, einfach reicht, wenn wir den irgendwo einsperren? Eins, zwei. Oh Gott. Ich überlege gerade echt, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist drauf losprobieren, da ich sonst noch keine Ahnung habe. Also, hier ist ja auf. Er kann ja... Ist hier auf? Nee, ne? Okay. Ach, sonst käme der Schatten auch. So. Ah, ich könnte natürlich... Aber wie soll ich das machen? Wenn ich mit Valentina hier zur Tür gehe... Achso, ich muss erstmal die hier öffnen. Ist klar. Und dann... doch irgendwie nicht. Jetzt ist hier das grüne Licht. Das würde die Schatten vertreiben, aber ihn können wir nicht rauslassen. Weil... Ja, weil sonst tot. Aber wenn das grüne Licht die doch vertreibt... Moment. Ich werde jetzt so oft speichern. Wenn das grüne Licht die doch vertreibt und sie jetzt hier den Schalter betätigt, dann steht sie zwar immer noch da, aber das grüne Licht ist da. Oder auch nicht. Okay, denn das grüne Licht geht aus. Das grüne Licht geht aus, wenn ich die Tür zu dem Schatten öffne. So, er kann die nicht aufmachen. Wir bekommen das hin, wir bekommen das hin. Es kann nur etwas dauern. Und das wäre super, wenn ich das Prinzip verstehen würde. Er kann sich ja auch nicht... Nee, das geht ja nicht. Ah, ich dachte gerade, er kann sich irgendwie hier reinstellen. Den Schalter betätigen, aber... Ja, wenn sie dann kommt und die Tür aufmacht... Nee, das funktioniert so nicht. Und wenn ihr alles schon schreibt, dass das Rätsel so schwer ist, dann werde ich das jetzt auch nicht zufällig mit
einem einzigen Schalter hier hinbekommen. Das wird dann schon ein bisschen mehr erfordern. Warte mal, wenn er hier hingehen würde. Sie steht da. Oh nein! Hilfe! Hilfe! So, erstmal wieder zu ihr wechseln. So, macht sie den Schalter an, geht die Tür auf. So, jetzt haben wir hier die Tür, aber nirgendwo Licht. Jetzt haben wir hier Licht. Oder heißt das auf der Karte vielleicht? Wie oft man da das Licht anmachen muss, ich habe keine Ahnung. So, Problem ist, klar, ich kann jetzt diese Tür hier nicht aufmachen. Oder muss ich erstmal versuchen, hier überall irgendwie das Licht anzubekommen? Ja, toll. Nee, das geht ja nicht. Ach Mensch. Also wenn ihr Tipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich dir noch lesen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich diese Aufnahmesession jetzt mache und wie weit ich hier komme. Im Moment gibt es nichts mit Adrian. Okay. Es gibt nichts mit Adrian zu besprechen. Pass mal auf, da ist doch... Da ist ja auch ein Schalter. Aber dann kommt das Vieh hier rein. Oh Gott, das wird mich in Wahnsinn treiben. Adrian. Adrian, was kannst du denn mal machen? Komm, wir gucken uns das nochmal an. 2. Oder heißt das 2 Schalter, 1 Schalter? 1 Schalter? Da oben wieder 2, da wieder 1. Nee, das kann ja nicht passen, ne? Oder? Und da oben 3. Doch nicht wahr sein. Schlüssel gefunden, aber ich bekomme nicht... Ach so. Aber dieses grünliche Licht scheint ihn abzulenken. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie wir uns in diesem Labyrinth genauer umsehen können, ohne dass unsere Seelen gefressen werden. Abzuschrecken. Ja, Also, hier hätten wir einmal den hier, dann ist sie eingesperrt. Okay, und wir hätten den, um den großen Raum hier zu öffnen. Hier geht's ja nicht weiter. Ich muss die Schatten da rausbekommen, Manu! Oh Gott, wenn manche Leute sagen, sie hingen da eine Stunde dran, ey, wie lange soll ich hier dran hängen? Ach, mit ihr kann ich das jetzt gar nicht öffnen. Willkommen bei Black Mirror, Folge 183. Wir sind immer noch im Schattenlabyrinth. Ich habe keinen Plan. Ich überlege gerade schon, ob ich, weiß ich nicht, offscreen denke, also nichts mache, sondern erstmal nur denke. Was man hier tun soll. Beziehungsweise, was genau die Notiz bedeutet. Ich kann mir die jetzt auch noch 100-mal angucken, das macht es irgendwie gerade nicht besser. 2. 2 Schalter. 1 Schalter. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das mal wieder aufmachen. Bekomme ich denn... Moment, hier unten bekomme ich doch auch Licht hin. Das hatte ich doch gerade.
indem ich den hier die Tür verschließe. Okay. Gut. Haben wir hier also Licht? Wenn ich jetzt... Okay, dann habe ich nur hier Licht. Wie wird denn das mit dem Licht überhaupt? Also ich meine, wodurch wird festgelegt, wie weit das Licht hier strahlt? Okay, es strahlt nicht, wenn die Tür unten ist, ja. Ja, ganz toll, ganz toll. Dann ist es da aus. Dann ist es wieder an. Wisst ihr was? Ich glaube... Ich mache jetzt einen Speicherpunkt, den ich dann laden werde, wenn ich so einigermaßen rausgefunden habe. Also ich mache jetzt das Rätsel nicht offscreen, sondern ich überlege einfach nur und probiere ein bisschen rum, weil ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt nicht und es wäre alles nur ausprobieren und damit ist es ja auch ein bisschen doof, ne? Glaube ich. Oder hat das irgendwas mit den Sarkophagen hier zu tun? Moment. Mal eben gucken. Nein. Nein, ich glaube nicht. Na gut. Es kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer war. Aber dafür wird die nächste dann ein bisschen länger. Und sorry, aber was zur Hölle ist das hier? Was soll das? Ich verstehe es nicht.